Der Gong. Mamas Stimme dringt bis ins Kinderzimmer unserer Dortmunder Wohnung. Der Gong, Elmar. Neue Heimatsiedlung, 16 Familienhaus. Elmar, der Gong ist da. Schmetterlingsbau, sogenannte Weise. Ab in Flur, hab ihn schon. Zwei Kinder, ein Zimmer. Witzseite, Radioprogrammierer. 10 Quadratmeter vielleicht, eher nicht. Kinderfunk, Schulfunk, Fernsehprogramm. Haben keine Glotze. Haben keine Glotze. Haben keine Glotze. Schulfunk, Kinderfunk, Mel Sandok. Telefon, Television, selber Vision und ein altes Klavier. Der Papa in Straßenbau, Diskothek in WDR. Kindergarten nicht mit mir, ab über den Balkon. Köhler. Riecht nach Teer, finde ich gut. Led Zeppelin, Deep Purple. Communication Breakdown, Finska Joko, Black Knight. Wer wohnt in London neben dem Händel aus? The Wind Cries Mary, The Pieces of Yesterday's Life. Hör zu, vergiss es. Hör auf, yeah. Gong. Und Palmas China Gong. Und heute Gong. Prince Tafari, Tough Gong, Rastafari. Dritt und der General. Physiker Gong. Orientierte Dread. Physiker Dread. Orientierte Dread. Black Lake 1973. Dread Cell Surgery. Carl Evil 9. Third Impression Dread. Dead in the Wind. Jewel Trumpet Words Blind Inside. Physiker Gong. Raste aber. China Gong. Karl Palmer und Bela Bartoks Allegro 1970. Karl Palmer, Same Year China Gong und Tank. Karl Palmer 1973, Jerusalem China Gong, Brain Cell Surgery. Physical Surgery, orientierte From a Secret Laboratory in a Switzerland. Physical Dread, orientierte Gong. Physical Gong, orientierte Gong, Robert Nesta Gong. Physical Tough Gong, orientierte Robert Nesta Tough Gong. Physiker Tough Gong Studio, orientierte Tough Gong Music Studio, Robert Nesta Music Studio. Physiker Robert Nesta, orientierte Robert Nesta Gong, Robert Nesta Tough Gong, Robert Nesta Bob Marley, Tough Gong Bob Marley, Bob Gong. Physiker Bob Gong, orientierte Bob Gong, Tough Gong. Physiker Gong, Rasta aber Tough Gong. Physiker Dread, orientierte Dread. Reggae Magazin Deutschland 1990. Am einfachsten Holztisch blickte der General der französischen Fremdenlegion Walter Dostal durchs halboffene Küchenfenster. Ich weiß nicht, sah er die Weinranken in seinen Hügeln herbei? Der Kriegsführung. Kein Spott, keine Verachtung, keine Ironie. Hatte ich mir sowieso alles abgewöhnen wollen. Eindeutig kein leichtes Unterfangen für Menschen, die im Ruhrgebiet aufgewachsen und damit immer für die scharfe Absage gut sind. Die geschorene Spruchzynik internationaler Berliner Kabarets. Entlarvt als angepasste Biederfrau oder nebenbigs Biedermann, solche selben ohne täglichste Tablette auszukommen, bedenklich ungedachtet. Auf Abansage, eben sagen verwobene Dortmund. Welche heroische Art der Kriegsführung, nicht wahr? Eine bejahende Gesellschaft hatte ich bis dato nicht erlebt. Triebfedern waren entweder der kolonialistische Überlegenheitsgedanke selbst in Neuseeland oder das Aufbegehren gegen eben jene viehische Solophie wie in Ländern der Karibik, die vergleichsweise wenigen Jahre der Unabhängigkeit im frühen Stadium einer schären Wundheilung blieb. Ein Zittern in dem Augenblick in Mersault zum vermutet erforderlichsten analytischen
klaren Sachverstand. Heute weiß ich, dass Monsieur d'Ostal in Abyssinien ein bejahendes Land zu verteidigen geholfen hat. Frühjahrsalbtraum. Physiker und Orientierte. Dread, live in the wind. Genf, 30. April 1936. Zur Zeit, als die Operation zur Einteilung Macalés stattfand, griff das italienische Kommando, das eine völlige Niederlage fürchtete, zu Maßnahmen, die ich Haile Selassie I. als Kaiser des Landes Äthiopien jetzt vor der Welt öffentlich brandmarken muss. Spezialsprühgeräte wurden an Bord der Flugzeuge angebracht, sodass sie über riesigen Gebieten einen feinen, todbringenden Regen versprühen konnten. Gruppen von 9, 15 bis 18 Flugzeugen folgten einander und versprühten den Nebel lückenlos. So fiel also andauernd dieser tödliche Regen auf Soldaten, Frauen, Kinder, Vieh, Flüsse, Seen und Weiden. Die italienische Führung veranlasste ihre Luftwaffe, diese Gebiete immer wieder zu überfliegen, damit systematisch alle Lebewesen getötet und Wasser und Weiden vergiftet wurden. Das war die wesentliche Methode ihrer Kriegsführung. Das Raffinierte an dieser Barbarei war, dass sie Verwüstung und Schrecken in die dichtest besiedelten Gebiete brachte, die weitest vom Kriegsgeschehen entfernt lagen. Zweck war es, Furcht und Tod in einem großen Teil des äthiopischen Gebietes zu verbreiten. Diese schreckliche Taktik war erfolgreich. Menschen und Tiere erlagen ihr. Der tödliche Regen, der aus den Flugzeugen fiel, veranlasste alle, die mit ihm in Berührung kamen, vor Schmerzen schreien zu fliehen. Auch alle, die das vergiftete Wasser tranken oder infizierte Nahrung zu sich nahmen, erlagen dem schrecklichen Leiden. Zu Zehntausenden fielen die Opfer des italienischen Senfgases. Die italienische Besatzungsarmee, die ihre Lager in befestigte Positionen aufgeschlagen hat, hält ihre Herrschaft nur durch die Fliegerei aufrecht und dadurch, dass sie das tödliche Gas über die Zivilbevölkerung sogar um Addis Ababa herumsprüht, um damit Repressalien durchzuführen. Luftangriffe finden immer dann statt, wenn klarer Himmel es während dieser Jahreszeit zulässt. Und die Flieger lassen Bomben fallen und versuchen, die Bevölkerung zu terrorisieren. Stormer. Die Frauen mit dem Feuerholz auf ihrem Rücken, die Kinder einen Bogen unterm Arm. So hat meine Einheit sie gefunden. Unter den Walnussbäumen hatte Mutter Kleinwaldentbehren entdeckt und sammelte diese nun in eine Tonschale. Davon führten wir einige mit, da ich auch auf Reisen von Mungobohnen bis zu Dinkelkeimling alles Mögliche sprossen ließ. Meinen rot-gelb-grün lackierten Alpenbus, aus dem heraus in Deutschland Ökofood und auch Tropenschier verkauft wurden, tauschten wir die 3 Wochen für einen 190er Diesel. Die Sammlung Dreadhefte ließ sich nicht mehr an Bord verstauen, doch der Appell des äthiopischen Staatsoberhauptes an den Völkerbund in der Schweiz war just in der April-Ausgabe 1990 erschienen. Gut 2 Monate vor den Ferien in der französischen Burg ließen sich die Tränen beim Lesen nicht unterdrücken. Und diese körperliche Reaktion ist bis ins heutige Jahr erhalten geblieben. Give thanks unto Jah, Dread bot seit seines Erscheins vor allem jede Menge Erbauliches. Im Duisburger Garageland habe ich alle 4 Wochen auf der Arbeit als Werksfahrer für einen Audiohersteller einen guten Halt einlegen können. Neben dem Magazin gab es beste Reggae-LPs bis zu raren Live-Tapes. Prinz Farah ist Dub-Accounter, Kleitaf Chapter 1, seltsamst entschwunden beim Stopp in der Erfurter Recyclingbörse. Stopp und Halt sind halt lange nicht eins. Auf der Arbeit natürlich, was sonst? Kreutaf, wie Psalms for Life von Prinz Farai und den Arabs. Kreutaf, Taf, Taf Gong. Physiker, Bob Marley Gong. Orientierte, Bob Marley, Taf Gong. Physiker, Taf Gong, Bob Marley. Orientierte, Kaya Nau. Physiker, Präsident, orientierte Präsident, Theo de Alemannia.
Physiker Theo Präsidente, orientierte Teodoro Heusser-Heisser. Physiker Heisser sa primero y segundo Presidente Teodoro Heusser, orientierte primero y segundo Presidente de Repubblica Federal de Alemania, Teodoro Heusser-Heisser sa. Physiker Nafta. Mutter, como Floresta Erdbeera Nasha. Physiker Nafkaya. Orientierte Biblefields Forever. Storma. Impressione der Sierra Colibri sub Arma. Arma dota. Dota. Arma dota. Die Majestät. Survival. Tafcom. Give us the teachings of His Majesty. Bob Marley Wandrop. Gebt uns die Weisheit seiner Majestät. Bob Marley am rechten Fleck. Primero y segundo Presidente. Das äthiopische Reich ist für unsere Augen voll von Geheimnis und Legende. Seine Geschichte, in der frühes Christentum in einer eigenen Festigkeit seine Glaubensgehalte und seinen kultischen Ausdruck sich geformt und in bewundernswerter Kraft zwischen Stürmen der Geschichte als bindende Macht sich bewährt hat. Das ist das große und seelisch verpflichtende Erbe, das eurer Majestät den gesicherten Boden des eigenen Willens darbietet. Sie selber aber sehen ihren göttlichen Auftrag darin, nicht nur Verwalter einer Vergangenheit, sondern Gestalter einer Zukunft zu sein. Teodoro Heusser, am 8. November 1954 in der Schriftenrolle des Bonner Besuchprotokolls. Berliner Rede. Presidente della Repubblica Federale de Alemania. Für mich entscheidet sich die Menschlichkeit unserer Welt am Schicksal Afrikas. Köhlers Horster hier im März 2009. Survival. Physiker, give us the teachings of His Majesty. Wandrop, Tafgo. Bob Marley. Be still and know yourself. His Imperial Majesty, the Conquering Lion of Judah. Labor, Tafgo. Lydia Bierlena, am Schicksal Afrikas entscheidet sich für mich die Menschlichkeit unserer Welt. Bundespräsident Republik Deutschland Horst Köhler, Landschaft 2009. Rollenskript Kaiser Haile Selassie. Voller Titel: Der siebende Löwe von Juda, Haile Selassie, der erste auserwählte Gotteskaiser von Äthiopien, der 225. Herrscher in der Salomonischen Dynastie. Protokoll des ersten Staatsbesuches in der Bundesrepublik Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, Seite 23, Absatz 4, Personalangabe. Deutsches Wintermärchen vom 8. November 1954 bis zum 14. November 1954. Goldes Bliff, Kaya now, go Kaya. Goldes Kript, weine nicht, gesiegt, sagte einer der Ältesten zu mir. Gesiegt hat der Löwe aus dem Stamme Juda, gesiegt hat der Spross aus der Wurzel Davids. Er kann das Buch und seine sieben Siegel öffnen. Orientierte Januar 2008, Raster Siegel auf Seite 39, ein Buchrolle. Tafgong. One drop it and we ain't got no time to stop. Ethiopians want to live in a free motherland. O Tafarai, O Sila, Ethiopians, the Sila von 1971. Die Spiegelrolle Meroara. Vom 10. November 1954. In der Ausgabe 46 vom Nachrichtenmagazin Der Spiegel über Kaiser Haile Selassie und seinen Weg einsamen Triumphes müsst ihr bitte im Spiegel 46 von 1954 vom November selber nachlesen. Urheberrecht kann ich mir als 1 Euro Jumper seit 2011 nicht leisten.
O Äthiopien, sei sehr stolz auf die Führung des Negus zur Freiheit. Dein Erstgeborener ist Tafari. Grausame Feinde beschämt er. Erstens durch seine Geburt, zweitens durch seinen Sieg. Volksweise, ohne Urheberrecht für alle da. Volksweise Äthiopien 1945 mit europäischer Zeit. Bongo Trilogie. From the beginning, I said it's all clear, you were meant to be here from the beginning. Greg Lake in From the Beginning auf Trilogie 1972. Bongos spielt Karl Palmer. Bongos spielt er. Physiker, Tafari Erstgeborener, O Äthiopia. Was da aber? Tafari Makonnen. Geboren im Juli 1892 in Äthiopien. Wie der kleine Tafari 40 Tage alt wird, da suchen die Priester der orthodoxen Kirche für diesen Prinzen den Taufnamen Haile Selassie aus. So wird Tafari getauft mit 40 Tagen als ein Haile Selassie. Wie Kind Tafari, alle rufen Tafari. Wie König singen Haile Selassie sie. Physiker, from the beginning Tafari, was da aber, Erstgeborener, Emersona, Held des Enigma. Violine auf Abansage, orientiert auf Abansage, Violine auf Abansage, orientiert ab über den Balkon, Violine Köhler, orientierte Köhler. Köhler, die Menschheit, unsere Welt entscheidet für mich sich am Schicksal Afrikas. Rede Bier, Marsha Griffiths. Lippmann Professore, Griffiths, Graffiti. In der Expedition Afrika, Lippmann Professore. Orientierte. Rede in Frankfurt am Mainer, Marsha 2009er, Begriffits keiner. Frankfurter Rede. 21. März 2009. Mitteleuropäischer Zeit eben da, anlässlich einer Preisverleihung. Ghostwriting orientierte 19.03. bis 20.03.2009. Sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Anwesende, Distinguished Guests, als ich mittlerweile vor Wochen von der Auszeichnung und der mit dieser verbundenen Ehre erfuhr, die Sie mir hier und heute zuteil werden lassen möchten, habe ich mich schon einige Tage fragen müssen. Eine Dankesrede, wie machst du das denn? Nach einigen Grübeln wollte mir dann ein altgedientes Ruhrpott-Mundwerk in den Sinn kommen. Den Herrn Tegmeier, Jürgen von Manger, darf ich, verehrte Anwesende, als bekannt voraussetzen und seine Anmerkung, Chemie ist Natur zu stark herabgesetzten Preisen, ist kurz gesucht, keine Tantiemen dafür bezahlen zu müssen. Allein, wem ist vor 10 Tagen das Lachen nicht im Halse stecken geblieben? Verehrte Anwesende, Sie wissen, welch erschütternder Pflicht die Frau Bundeskanzlerin und der Herr Bundespräsident im Namen aller in diesen Minuten nachkommen. Schweigeminute. Chemie-Natur gibt es die nicht auch im zeitlichen Bereich, welchen wir wohl erfüllen mögen. Doch hätten wir die Gabe, Zeit sichtbar zu machen, wollten wir schlimme und schlimmste Geheimgeschehnisse nicht ungeschehen werden lassen. Das passiert nur alle Jubeljahre einmal, sagt eine alte Weisheit in Bezug auf die Zeit, und bitte erlaubt
erlauben Sie mir, da selbige Zeit ernst und streng hier allzu streng einherzugehen scheint. Bitte erlauben Sie mir zu erwähnen, dieses Sprichwort ist biblischen Ursprungs. Will sich die Grundlage dieses Sprichworts bei Moses finden lassen, so ist einigen christlichen Kirchen ein Buch der Jubiläen im biblischen Kanon zu eigen. Auch der Kirche des alten afrikanischen Königs Haile Selassie I. Gemeinsam mit Theodor Heuss und Konrad Adenauer waren unsere Väter, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, sehr geehrter Herr Arbeitgeberpräsident, sehr verehrte Damen und Herren, unsere Väter waren im besten Sinne des Wortes heilfroh. Der äthiopische Negus nahm die Einladung unseres ersten Bundespräsidenten im Jahre 1954 an. Seinem Volk verdanken wir die Überlieferung des Jubiläenbuches. Auf diese Historie geht unsere Spruchweisheit zurück. Wie habe ich mich gefreut, als ich von der Preisverleihung erfuhr? Wie habe ich den heutigen Tag erwartet? Das passiert nur alle Jubeljahre einmal im wirklich glücklichen Sinne. Befragt die Pfade der Vorzeit, mahnt mich nun unsere heilige Schrift im Buch der Verschleppung des alten Israels nach Babel, da ein Volk sich der Natur des Jubeljahres widersetzte, im Buch Jeremias. Verehrte Anwesende, gerade noch wünschte und bete ich mich als Gestalter eine Heilung in der ureigenen Chemie der Natur, der Wegerich-Arten wie der pflanzlichen Harze. Nun wünschte ich zu wissen, wie, auf welche Art und Weise, meinen Wegen, nach welcher Methode sich ein Pfad der Vorzeit befragen lässt. Sehr geehrter Herr, von und zu Gutenberg, der biblische Patron des Vornamens Ihres geschätzten Vaters Enoch von und zu Gutenberg, ist ja aufs Engste verknüpft mit dem Bruch der Jubiläen. Die Natur der Zeit, hochgeehrter junger Mann, dem heiligen Enoch anvertraut. Ein Pfad, dessen Überlieferung wir ebenso dem äthiopischen Volk verdanken. Ein Pfad der Vorzeit. Wie der Staub der Sahara vom Wind getragen im jährlichen Rhythmus die Regenwälder Amerikas zum Leben erweckt, so sehr geehrter Herr Umweltminister, so habe ein Klang des Erzengel Gabriels erlösendes Leben in der Jungfrau bewirkt. Lehrt überdies das Nachbarland der familiären Wurzeln Präsident Obamas. An dieser Stelle darf ich die Herren Professoren Dr. Kollmann und Dr. Heinreich aus Harvard begrüßen. Berühmt wie Harvard ist hierzulande eigentlich nur Oxford. Und dort möchte ich an den Professorenkollegen Edward Uhlendorf erinnern, dem wir einiges an Erhalt und Kontextstellung äthiopischer Weisheiten zu verdanken haben. Befragt die Pfade der Vorzeit, auf denen Theodor Heuss und Konrad Adenauer, soweit ich die Chemie der Historie verstanden habe, bei Haile Selassie haben stehen dürfen. Befragt die Pfade der Vorzeit, mit diesen Worten möchte ich eines afrikanischen Königs erinnert haben, der selbst im unsäglichen Leid Diener seines Volkes blieb und noch Worte des Trostes fand. Worte des Trostes fand, als alle Welt um ihn herum verstummt schien. Danke sehr. Der Vater Raphael. There is no need to assume that any apocryphal source was used because, according to the Ethiopic point of view, all these theological ideas can be traced in the New Testament. Oxford Bodleian Library. Da äthiopische Sichtweise diese theologischen Ideen im Neuen Testament aufzufinden versteht, müssen Sie nicht von einem Gebrauch apokrypher Quellen ausgehen. Oxford Bodleian Bibliothek. Versunken steht Vater Raphael in den Gemäuern des deutsch-orthodoxen Klosters. Endlich, nach 1959 Jahren Anno Domini 1996, hat sich Raster Aber Elmer, der Uralte, auf den Weg machen können, auf den Weg in die Hügel oberhalb der Weser. Die Stromschnellen unter ihm, und achtet Vater Raphael ihrer nicht, keine Beachtung, schenkt er dem doch wie seit Ewigkeiten währenden Sturme des Flusses, noch dem Gewitter über der Abtei. Haile Selassie, träufendes Salböl hinein in Vater Raphaels Bart, ist die Botschaft des Äthiopiers. Haile Selassie auf Davids Thron, Selase, unsere Schwester vor der Antike, der alten Griechen
Selase, die Dreifaltigkeit. Schwerleicht singt der Mönch an die Klostermauer. Selase wiederholt Vater Raphael, die Dreifaltigkeit. Auf weitere 97 Monden wird im Deutschen Bundestag Richard Strauss aufgeführt. Zur Mittagszeit erklingt die Serenade Nr. 7 von 1881. Alle mitteleuropäische Monozeit. Gefolgt von drei Serenadensätzen des Chörverzeichnisses 369 und 388, dem jungen Mozart. Warum diese mag mancher Gedanken mit den Schläfen glauben, in ein winterliches Berlin sich sehen? Wozu diese, dessen Raster aber nochmals 14 Monde aufgehen, bis ihm selbige Fragen unter der Rubrik Anlass begleiten, Musik auf der Burg Sternberg, handschriftliche Aufnahme ins Jerusalem Akkabet Zert wert geworden sein will. Ghost Gun. Physiker Ghost Writing. Magister Literatura de Oxford Ghost Writing. G. Kerstin. Orientierte der Heilige Geist billigt, der Heilige Geist führt aus, der Heilige Geist verhehlt. Magister Literatura de Oxford, Anaphora Ethiopica, Physiker Ghostwriting, orientierte Holy Ghostwriting. Präsident de la Repubblica, wollten wir auch seine biblischen Titel außer Acht lassen, gleich wie diese in der Schriftrolle des Besuchprotokolls überliefert sind, so gebührt doch der Respekt vor unserer eigenen Landesverfassung, die als vornehmstes Amt im Staate den Bundespräsidenten nennt, eine intensive. Bundespräsidenten nennt den Bundespräsidenten, aber der bin doch ich, der Bundespräsident. Horst, ich Horst, alte Griechen, alter afrikanischer König, wo ist mein Manuskript? Da, hab's, Berliner Rede, Schneeflocken frei, afrikanischer König, meiner, Afrika sein Schicksal, Welt meine, unsere, Menschheit entscheidet sich für mich, Mensch, Manuskript, Menschlichkeit für mich, aber Griffiths, orientierte Griffiths, Marsha Griffiths, Lindmann Professore, Graffiti in Afrika, Graffiti in Gavana, Presidente della Repubblica, meine Graffiti, meine Höhle, meine Krypta, meine König, meine Afrika, ich mich köhle, aber Rasta, Griffiths, Marsha, Marsha, Rita, Tafnesta, Jalil. Präsident de la Repubblica, für mich. Judy Morgan, bist du denn neuer Self, Rainbow Duck?